Hey Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer GameKenner und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Fußballmanager 20. Es ist mittlerweile der... Also es wäre theoretisch... Okay, kleine Erklärung. Es wäre theoretisch der vierte Teil, weil den dritten Teil, den ich aufgenommen habe, den habe ich nicht hochladen können, weil ich nur meine Facecam rechts oben hatte und der Rest war schwarzer Bildschirm. Das heißt, ihr hättet eine halbe Stunde lang schwarzer Bildschirm und Facecam gesehen. Kann ich logischerweise nicht hochladen, konnte ich nicht machen. Und jetzt wollte ich den vierten Teil aufnehmen, allerdings hatte ich in der Zwischenzeit wieder auf einem anderen Spielstand gespielt und habe die Datenbank überarbeitet und jetzt kann ich logischerweise meinen Spielstand nicht mehr laden. Fußballmanager sperrt mir quasi meinen Spielstand. Das heißt, wir sind quasi gezwungen, wieder von vorne zu starten. Wir werden wieder komplett von vorne anfangen. Wir werden wieder Karrieremodus auswählen und wenn wir wirklich 1. FC Rielersingen Aalen nochmal vorgeschlagen bekommen, dann werden wir auch das Team nehmen. Sollten wir aber drei andere Teams bekommen, dann werden wir uns so entscheiden. Wie auch immer. Wir starten ein neues Spiel. Geht auf Karrieremodus. Start in unterer Liga. Das sieht alles gut aus soweit. Datenbank aus Editor, das passt. So, die Ligen sind immer noch die gleichen Ligen. Wir haben Deutsche Liga bis Oberliga, Englische Erste Liga, Französische Erste Liga, Italienische Erste Liga und Spanische Erste Liga. Den Rest haben wir nicht ausgewählt. Gehen wir auf Weiter. Ich hätte mir vielleicht was zu trinken machen sollen. Aber nur vielleicht. So, seit heute spinnen auch ein bisschen die Ladebildschirme. Wundert euch nicht, wenn ein schwarzer Ladebildschirm quasi da ist. Wir wählen wieder Gaming Kellner aus, Schwierigkeitsgrad normal. Dann schauen wir mal, was für Vereine uns vorgeschlagen werden. Okay, wir haben hier einmal SC Viktoria Selo, Ludwigsfeld. Oh, das ist hier direkt um die Ecke. Ludwigsfelder FC und FC Viktoria Karl. Gute Frage. Also Selo ist von den Finanzen her schlecht, aber ist halt von der Stärke zweite in der Liga. Da würden wir dann wahrscheinlich um den Aufstieg spielen, beziehungsweise um die Meisterschaft spielen. Beim Ludwigsfelder FC würden wir irgendwo um die Mitte spielen und bei Viktoria Karl würden wir in der Bayernliga gucken, dass wir da nicht absteigen. Die höchste Fanbasis hat Viktoria Karl, danach Ludwigsfelder FC. Ich würde halt gerne wissen, was für... Kann ich da gucken? Oh. Was haben die denn für ein Stadion? Das würde mich jetzt interessieren. 5000 Leute passen hier rein. Was hast du für ein Stadion? 7500. Okay, ich würde mich tatsächlich gerne an dem Stadion ausrichten. Deswegen werden wir den Ludwigsfelder FC nehmen. Verhandeln wir mal einen Vertrag mit denen. Ich würde jetzt tatsächlich auf ein Jahr gehen bei dem Vertrag. Und vom Gehalt her können wir eigentlich komplett runtergehen. Obwohl Jahresgehalt, das ist ja alles Jahresgehalt, ne? Das ist nicht wöchentliches Gehalt. €1000 im Monat, kann man damit leben? Ich sag jetzt einfach mal nein, aber ne, machen wir so. Zack. Das haben sie uns alles gegeben. Das ist okay, ein Jahresvertrag. Vielleicht geben sie uns noch Angebot höhere Liga. Bitte. Machen sie. Okay. Dann unterschreiben wir beim Ludwigsfelder FC. Let's go! Neues Team, neues Glück. Neues Team, neues Glück. So, dann wollen wir mal gucken. Oberliga Nordost Nord. Es gibt einen Aufstiegsplatz und zwar nur derjenige, der Meister ist. Das hier ist die Liga im Überblick.
Von den Finanzen her, wie wir schon sehen können, Gehälter werden wahrscheinlich wieder Minus sein. Ich würde mal gerne auf gesichertes Mittelfeld gehen, auch wenn die Fans damit nicht ganz zufrieden sind. Aber, naja, was die Jobsicherheit angeht, sind wir dann auf jeden Fall höher. Budget würde ich gerne noch umplanen. Und zwar hier schon mal anfangen, das Gehaltsbudget auszugleichen, weil das wird wichtig. Weil ich habe nämlich eine kleine Story für euch. Und zwar habe ich, nachdem wir... Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Einspieler. Neue Herausforderung wahrscheinlich, jo. Boah, die Musik ist schon ein bisschen laut, oder? Ne, ist einfach nur auf 10%. Okay. Das können wir runter machen. So. Genau. Nach dem letzten Teil, den ich gespielt hatte bei Rila Singen Arlen, habe ich offscreen quasi weitergespielt und habe die erste Saison komplett durchgespielt. Und dann habe ich eine Sache gecheckt, was das Ganze komplett schwierig macht. Ich hoffe, hier ist es nicht ganz so schwierig. Doch, hier ist es ganz so schwierig. Und zwar seht ihr hier, wir geben 209.500 Euro an Gehalt jedes Jahr aus. Der Vorstand möchte aber, dass wir die Gehaltskosten um 210.000 Euro senken. Das heißt, er möchte, dass wir das Gehalt im unter diesen Betrag senken. Das heißt, selbst wenn alle Spieler und alle Mitarbeiter kein Geld mehr bekommen würden und keinen Cent bekommen würden, dann würden die immer noch wollen, dass wir das Gehaltsbudget verringern quasi. Das heißt, es ist quasi unmöglich gewesen, einen Spieler zu kaufen, einen Jugendspieler hochzuholen, wie auch immer. Es war komplett unmöglich. Und den Fehler habe ich versucht zu beheben, ich habe es leider nicht hinbekommen. Ich gehe einfach davon aus, dass es deswegen so ist, damit man... Wie heißt das? Damit man... wie heißt das? Damit man sich halt ins Zeug legt, damit die Herausforderung größer ist, weil in der Oberliga hat man es halt nun mal nicht einfach und da kann man nicht einfach irgendwelche Spieler holen und denen einen fetten Vertrag mit Fettgehalt geben. Das funktioniert halt nicht. Dass man dann aber direkt das Gehalt so tief ins Minus drängt, ist halt dann schon wieder fast unmöglich. Aber wir versuchen unser Bestes. Vielleicht klappt's ja. Wenn nicht, dann werden wir halt gekündigt irgendwann und dann werden wir bei einem neuen Team anfangen. Irgendwann schaffen wir es bestimmt in einer der oberen Ligen. Wahrscheinlich müssen wir uns aber da durch den Dreck wühlen. So, ich sehe jetzt gerade hier, Evonik möchte gerne unser Sponsor werden. Schauen wir mal, ob das was wird mit den Verhandlungen. Wir sind auf jeden Fall fast schon in der Mitte angekommen. Vielleicht kriegen wir die auf unsere Seite rüber. Daumen drücken, dass das was wird. Wir haben unterschrieben, ein Jahresvertrag, 64.100 Euro bekommen wir von denen, plus eine Prämienzahlung, wenn wir aufsteigen, von 14.000 Euro, die werden, ist sehr unwahrscheinlich, dass wir die bekommen, aber danke erstmal dafür. Ich werde jetzt erstmal Folgendes machen, ich werde jetzt erstmal kurz ins Training gehen. Ähm,
Erstmal so sortieren. Er rüber, er auch rüber, er auch rüber, er auch rüber, er auch rüber und er auch rüber. Wir haben wahrscheinlich aktuell 2 Trainingsgruppen, nehme ich an, nicht 3 Trainingsgruppen. Oder? Ja, 2 Gruppen können wir machen. Haben wir die schon mal eingeteilt. In der Gruppe 1 sind die Stürmer und offensiveren Mittelfeldspieler. In Gruppe 2 sind die Verteidiger und die defensiven Mittelfeldspieler. Und dann werden wir jetzt erstmal unseren Trainingsplan laden. Und zwar Deutschland, Oberliga, 2 Gruppen, Reserve, untere Ligen. Reserve ist jetzt relativ egal, weil wir haben aktuell gar keine. Aber das hier ist der Trainingsplan, den ich mir jetzt reinlade. Hier sehen wir es, Gruppe 1 macht Mittel und Angriff, Mittelfeld und Angriff. Und Gruppe 2 macht Abwehr. So, dann gehen wir hier auf individuell, automatisch, und dann stelle ich hier mal um. So. So, das sieht doch relativ gut aus, muss ich sagen. Können wir einen Blick in die erste Mannschaft werfen, gucken, wie der Kader aussieht. Mit dem lässt sich auf jeden Fall arbeiten. Wir haben hier 2 30-jährige Spieler. Der eine ist unser Stürmer. Und wir haben sonst gar keinen Stürmer. Das ist natürlich jetzt nicht super. Das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Ja. Dann haben wir hier einen 23-jährigen Verteidiger. Die sind beide älter. Wir wollen ja die Jüngeren fördern. Deswegen packen wir den lieber in die Startaufstellung rein. Da müssen wir gucken, wie wir das mit einem Stürmer machen. Eventuell können wir einen der oberen Mittelfeldspieler zum Stürmer machen. Oder vielleicht haben wir jetzt. Wir haben eine zweite Mannschaft. Thank God, wir haben eine zweite Mannschaft. Ja, ich würde sagen, ich packe jetzt erstmal alle von der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft. Damit ich einen kompletten Überblick habe über den Kader. Das ist immer so ein. Das ist immer blöd. Dass man jeden als Spieler einzeln auswählen muss. So. So. Jetzt haben wir zumindest alle erstmal in der ersten Mannschaft drin. Linker Mittelfeldspieler 49. Zack. Dann haben wir hier. Eichhorn kann dann auf die Bank. Ja. So. Obwohl, nee, er ist 26, der ist jünger. Wer von beiden kann denn besser die Stürmerposition übernehmen? Der kann nur hängende Spitze 41. Der kann hängende Spitze 44. Das ist auf jeden Fall besser. Er kann hängende Spitze 43. Okay. Dann ist er eher unser Kandidat für Stürmerposten. Hier kann ich schon mal beim Trainingsziel festsetzen, dass er Stürmer machen soll. Können wir auch schon mal den Rest machen. Zack, zack, zack. Hier, dass er zumindest 95 auf Stürmer ist. Machen wir ihm schon mal die Trainingsziele, weil er soll unser Stürmerersatz werden, weil wir können ja schlecht einen kaufen gerade. Dann noch irgendwelche Verbesserungen. Er kann auf jeden Fall in die Reserve, er ist zu alt. Den möchte ich nicht mehr in der ersten Mannschaft haben. Dann haben wir 2 Torhüter.
mit einem auf der Bank. Der ist viel jünger. Kilian Boy. Obwohl, der braucht eine Spielzeit, ne? Dann packen wir ihn auf die Reserve. Und dann ist die Frage, wen von den beiden packen wir auf die Bank? Eher ihn hier. Dann können wir ihn... eigentlich auch in die Reserve schieben, ne? Aber, ne, lass er mal. So, sonst noch hier rechter Mittelfeldspieler, 47, zack. Ansonsten sieht das alles doch ganz gut aus, würde ich sagen, ne? So, dann würde ich tatsächlich, wir wissen ja, dass wir in den ersten beiden Wochen komplett hartes Training machen. Dann machen wir ab hier ein Trainingslager. Ja, das plane ich alles gleich. So Kalendersachen kann ich alles gleich planen. So, gehen wir erstmal in die Taktik. Was lässt sich denn am besten mit denen spielen? Wir haben sehr viele offensive Mittelfeldspieler. Ich speichere das hier erstmal ab. 4-1, 4-1. Loot. X-Feld nennen wir es einfach mal. Und dann gucken wir mal hier. Gesamtstärke 523. Ob ich hier... da brauchen wir auf jeden Fall zwei Stürmer. Das wäre nicht so eine gute Taktik. Da brauchen wir einen Stürmer. Das 4-1-4-1 war eigentlich ganz gut, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nicht in den Taktikbildschirm, aber danke. So. Ich brauche keine drei Leute. Aber ich könnte einen Defensiven lieber hier reinziehen, weil wenn ich hier... ich habe doch einen offensiven Mittelfeldspieler, der kann doch dann auf beiden Positionen eingesetzt werden. Ach, wir spielen ja ohne... boah, gerade erst gemerkt, dass wir ohne ZOM spielen. Ja, aber fürs Erste passt das jetzt erstmal. Jetzt gucken wir ganz kurz mal in die Jugendmannschaften, was für schicke Talente wir da haben. Da hätten wir doch einen Innenverteidiger. 28er Overall. Der könnte doch einen Mentor gebrauchen, oder? Zack. Einen linken Verteidiger. Der könnte doch auch einen Mentor gebrauchen. Dann haben wir hier den Stürmer. Den würde ich auf jeden Fall pushen. Der muss aufgestellt werden. Der trainiert auch mit der ersten Mannschaft. Und er soll Stürmer spielen. Aber wir brauchen unbedingt einen ab nächster Saison. Und der wird auch sondergefördert, sag ich mal, von unserem einzigen Stürmer. Lol, ich kann den Namen editieren, das wusste ich gar nicht. Dem Torwart. Wollen wir noch einen Torwart? Hier haben wir noch einen Torwart. Das reicht dann erstmal mit Förderung, würde ich sagen. Obwohl, wir hätten sogar noch einen Stürmer. Ja, wir haben hier noch einen Defensiv-Mittelfeldspieler. Ja, den rechten Verteidiger würde ich schon auch gerne irgendwie fördern. Schadet ja nicht, ne? Es schadet halt erst, wenn du einen schlechten Mentor drin hast.
So, dann haben wir hier wieder ein paar Talente. Oh, Innenverteidiger, 32er, Alter. Der ist auf jeden Fall was für die erste Mannschaft in ein paar Jahren. Dann hier 30er, linker Mittelfeldspieler, der kriegt auch einen Mentor. So. Gehen wir mal ganz kurz im privaten Bereich. Lernen wir Golf spielen, würde ich sagen. Hier, zack, hinzufügen. Dann gehe ich noch in die Mitarbeiter. Ey, diese Einrichtung, ne? Jedes Mal, wenn man neu anfangen muss. Das ist echt die Hölle. So, wir haben auf jeder wichtigen Position einen. Leider keinen Marketingmanager, weil das ist immer so ein Bereich, den ich gerne abgeben würde. Aufgaben. Das mach alles ich selber. Was mache ich selber? Jugendspieler und Reservemannschaft soll jemand anders machen. Da müssen wir uns nicht kümmern. Finanzen, Eintrittspreise möchte ich nichts mit zu tun haben. Stadioninfrastruktur machen wir selber. Testspiele, Trainingslager, Spielerverträge, definiert Ablöseforderungen, macht Vorschläge für neue Spieler. Ja, den Rest können wir. Obwohl das hier, das können wir mal anmachen. Dann kriegen wir Vorschläge für neue Spieler. Ansonsten müssen wir die alle selber suchen. Ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, mit der Einführung beim Ludwigsfelder FC war es das jetzt auf jeden Fall mal. Ich werde jetzt vom 4. zum 5. Teil werde ich jetzt das Trainingslager auf jeden Fall mal einrichten, dann Freundschaftsspiele, dann so Sachen wie Weihnachtsfeier, Saison, bla bla, solche Termine im Kalender schon mal planen, dann werde ich die Trainingsziele festlegen, weil das müssen wir auch noch machen, bei jedem Spieler die Trainingsziele festlegen. Und ja, dann sehen wir uns in Teil 5 wieder und können dann direkt in die Vorbereitung richtig starten, würde ich sagen. Wir haben jetzt schon, Alter, 23 Minuten oder so haben wir jetzt schon hinter uns. Und wir haben noch nicht einen einzigen Tag nach vorne geschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr keinen Teil verpassen wollt, abonniert mich doch einfach und aktiviert die Glocke. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Gamekenner. Peace.